Wir haben eine Breaking News, und zwar will Russland Bitcoin und Kryptowährungen für internationale Zahlungen erlauben und legalisieren. Noch heute soll ein neues Gesetz verabschiedet werden. Wir haben aktuell einen Gesetzesentwurf, den wir uns anschauen, weil das ist wirklich höchst brisant und zeigt hier, wie einfach hier momentan die Spieltheorie voll reinkickt. Die Donald-Trump-Rede hat scheinbar wirklich gezündet. Wir sehen jetzt aufgrund der Donald-Trump-Rede andere Länder wie zum Beispiel Hongkong, die sich eine Bitcoin-Reserve-Strategie überlegen. In den USA wird offen über eine Bitcoin-Reserve-Strategie geredet. Jetzt kommt hier Russland dazu, die auf einmal sagen, hey, wir öffnen uns jetzt auch für Bitcoin, weil sie hier auch merken, hey, wir können hier mit Bitcoin eventuell die Sanktionen umgehen, weil wir einfach durch den Ukraine-Krieg auch sehr hart von Sanktionen betroffen waren. Und zusätzlich gibt es sogar Überlegungen, dass China ihr China Mining Ban, dass sie den aufheben und auch hier Bitcoin Mining in China wieder legalisieren. Das heißt, das sind wirklich hier höchst brisante Punkte und geopolitisch ist es sehr, sehr spannend, was hier momentan passiert. Und wir schauen jetzt hier mal rein in diesen Gesetzesentwurf, beziehungsweise bevor wir hier reinschauen, schauen wir mal, was Putin, der Präsident hier von Russland, dazu zu sagen hat. Er sagt hier, Cryptocurrencies are increasingly used in the world as a means of payment in international settlements. Also, dass hier Kryptowährungen einfach immer mehr benutzt werden, international, und dass es im Endeffekt einfach mittlerweile gängig ist, dass man hier Bitcoin benutzt oder von mir aus auch Stablecoins, USDT und so weiter, weil diese Regulierung bzw. dieses Gesetz soll nicht nur für Bitcoin gelten, sondern im Endeffekt für alle Kryptowährungen und auch für Stablecoins. Und das ist auch ein sehr gefragtes Mittel international, dass man hier, wenn man schon Dollars nicht benutzen kann, dann zumindest hier Tether oder USDT oder whatever, irgendwelche Stablecoins benutzt, um quasi hier international zahlungsfähig zu sein. Und hier schauen wir auch mal, weil das ist wirklich hier krass, was hier passiert. Under the new legislation, crypto will be regulated in the same way as foreign currencies in Russia. Bitcoin wird im Endeffekt genauso reguliert wie Fremdwährungen und genauso ist es auch für Kryptowährungen. Also ist Bitcoin hier auf der gleichen Ebene wie zum Beispiel der US-Dollar, der Euro, Renminbi, Yuan und so weiter. Und es gelten hier auch die gleichen Gesetze und ob du dann mit Euro, Dollar oder mit Bitcoin Dinge machst, das ist im Endeffekt relativ egal, weil das hier im Endeffekt das gleiche Framework ist. CNBC schreibt hier, dass die Staatsduma sich ein Gesetz überlegt, das Settlements in Kryptowährungen im Rahmen eines experimentellen Regimes erlaubt. Also das soll hier scheinbar erstmal experimentell sein, dann guckt man mal, okay, funktioniert das? Weil die Sache ist halt wirklich, wenn du international nicht handlungsfähig bist, wenn du international ausgeschlossen bist, zum Beispiel aus dem US-Dollar-System, dann musst du dir eigene Netzwerke aufbauen. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was wir momentan sehen. Der US-Dollar oder die USA denken, sie sind die Supermacht und wir können jetzt einfach andere Leute sanktionieren. Dann schließen wir die aus dem Zahlungsnetzwerk aus. Und dann, was passiert? Die überlegen sich quasi selber Infrastruktur aufzubauen. Und deshalb sehen wir auch, dass sich die BRICS eigene Zahlungsinfrastrukturen aufbauen. Die Russen bauen sich eigene Zahlungsinfrastrukturen auf oder sie nehmen dezentrale Zahlungsinfrastrukturen, die für jedermann jederzeit verfügbar sind, wie Bitcoin, wo dir niemand dein Geld zensieren kann. Und das ist im Endeffekt auch für Bitcoin hier ein sehr krasser Preistreiber, weil das halt einfach auch nochmal bedeutet, mehr internationale Relevanz. Ich meine, stellt euch mal vor, dass zum Beispiel international Öl oder krasse Rohstoffe oder vielleicht auch Gold, dass solche Dinge vielleicht in Zukunft mit Bitcoin gedealt werden. Das ist ja definitiv der erste Schritt. Ich meine, das darf man ja auch alles nicht zu krass nehmen. Also das ist im Endeffekt hier erstmal nur ein Gesetzesentwurf. Der muss nachher auch noch durchgehen, der muss noch unterzeichnet werden. Aber hier laut CNBC soll dieser Gesetzesentwurf sogar heute noch unterzeichnet werden. Und das wäre wirklich sehr, sehr krass. Im Artikel heißt es hier weiter, Russlands Zentralbank ist auch selbst dabei, Geld über die Grenzen zu verschieben, indem sie vor Ende 2024 Kryptowährungen nutzt, sagte Nabiullina, das ist hier die Zentralbankchefin oder auf jeden Fall eine, die hier in der Zentralbank was zu sagen hat. Und das ist im Endeffekt auch das, was ganz lang schon gesagt wurde, dass einfach hier irgendwann mal Bitcoin als Settlement-Netzwerk zwischen verschiedenen Zentralbanken benutzt wird, wenn wir zum Beispiel verschiedene Währungsräume haben, anstatt dass wir zum Beispiel US-Dollars irgendwo hinschicken nach China oder sowas, nehmen wir im Endeffekt hier einfach Bitcoin als Zwischenmedium. Zum Beispiel, wir tauschen die US-Dollars in Bitcoin, dann schicken wir die Bitcoin nach China und in China können wir dann von mir aus die Bitcoin wieder in die chinesische Währung umwandeln. Und da kann im Endeffekt hier international Bitcoin als ein Zahlungsmedium, das zu nahezu null Kosten und ohne Zensur und so weiter funktioniert, 24/7 funktioniert, benutzt werden. Und das ist wirklich
Meiner Meinung nach eine sehr, sehr krasse Sache, die hier aktuell passiert. Das ganze Gesetz soll hier am 1. September 2024 in Kraft treten. Das heißt, momentan ist es klar noch nicht in Kraft. Das ist ein Gesetzesentwurf, der soll jetzt heute unterzeichnet werden und dann am 1. September in Kraft treten. Das heißt, das sind ja keine langen Wege, sondern das ist hier relativ kurzfristig, wo das im Endeffekt hier wirklich auch umgesetzt werden kann. Zusätzlich sollen hier nicht nur internationale Zahlungen möglich sein in Bitcoin oder auch Kryptowährungen, sondern auch das Mining-Business soll hier nochmal ganz aktiv legalisiert werden, also dann auf jeden Fall nicht mehr beschränkt werden, weil momentan ist es nicht ganz klar, was jetzt in Russland gilt. Ist es wirklich ein Kryptoverbot oder ist es kein Kryptoverbot? Russland hatte hier definitiv Einschränkungen. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, dass es ein generelles Verbot gibt. Ich glaube, das ist zu viel gesagt, aber definitiv gab es hier Einschränkungen, dass teilweise Firmen auch Strafen zahlen mussten, weil sie zum Beispiel hier internationale Settlements in Bitcoin gemacht haben und dann haben sie hier Strafen bekommen, Sanktionen. Und das ganz, ganz Spannende, was halt jetzt passiert, dass hier Bitcoin erstmal für internationale Settlements aufgemacht wird, aber dass Bitcoin nicht im Land quasi geöffnet wird. Das heißt, hier wird quasi Bitcoin als Sanktionswaffe gegen Sanktionen verwendet, wo man dann einfach freien Handel, freien Trade international machen soll. Aber ganz, ganz wichtig ist auch hier gleichzeitig, dass man hier sehr, sehr kritisch auf dieses Gesetz schaut. Weil jetzt wird hier internationaler Trade im Endeffekt erlaubt für Bitcoin, aber gleichzeitig müssen die Bürger, die Einwohner von Russland immer noch in der inflationierenden Währung von Russland ihre Deals machen. Das heißt nicht jetzt, dass hier Bitcoin so legal tender ist wie in El Salvador, also offizielles Zahlungsmittel, sondern Bitcoin wird nur geduldet für internationale Trades, wenn zum Beispiel Firmen internationalen Handel machen oder wenn zum Beispiel auch Russland international Rohstoffe handelt, zum Beispiel mit China oder mit Indien oder whatever, da kann dann zum Beispiel Bitcoin benutzt werden, aber die Bürger sind immer noch verpflichtet, hier den Rubel zu benutzen, also die russische Währung, und so kann halt eben auch noch im Endeffekt Russland hier sehr viel Macht über die Bürger ausüben, aber im Endeffekt ist es in anderen Ländern ja genauso, in den USA, in Europa und so weiter, da gibt es ja auch überall die Fiat-Währungen, die mehr oder weniger benutzt werden müssen, und da ist ja auch Bitcoin kein offizielles Zahlungsmittel. Im Endeffekt, hier für die Bürger ist hier gar nicht so viel, was sich hier verändert, aber geopolitisch, international ist das halt hochbrisant, weil das ist im Endeffekt genau die Spieltheorie, die wir momentan sehen. Wir haben den Hegemon, wir haben die Supermacht, wir haben die USA, die den US-Dollar hat und mit dem US-Dollar auch den größten Währungsraum der Welt hat und hier eben auch sehr, sehr viel Macht und Power ausüben kann, auch über andere Länder, die hier an den Dollar gekoppelt sind. Und jetzt sehen wir hier immer mehr Länder, die sagen, nein, hier will ich nicht mehr mitmachen, ich will unabhängig sein, ich will mich vom Dollar abwenden. Wir sehen es ja auch, Staatsanleihenverkäufe und Vertrauen, das in den US-Dollar schwindet. Das passiert momentan im Rekordtempo. Und wenn hier einfach immer weniger Leute den US-Dollar verwenden wollen und immer mehr Leute sich hier abwenden, dann bedeutet das auch, dass der US-Dollar immer mehr gegen die Wand fährt. Und wenn der US-Dollar gegen die Wand fährt, dann hat die ganze Welt ein großes Problem, weil im Endeffekt läuft alles über den US-Dollar. Wenn in den USA die Wirtschaft runtergeht, dann hängen auch andere Länder damit zusammen. Aber das ist im Endeffekt das, was wir ganz lang gesehen haben, dass wir hier im Endeffekt eine große Superpower haben. Und jetzt haben wir halt hier eine Aufspaltung, dass wir vielleicht in Zukunft mehrere verschiedene Großmächte sehen, dass wir einfach die BRICS-Nationen sehen, die sich eigenständig aufbauen, dass wir hier die USA sehen, die sich eigenständig aufbauen, und vielleicht fangen auch immer mehr andere Länder an, wie zum Beispiel El Salvador, hier sich zumindest finanziell zu befreien von den USA. Ich meine, den USA wird es bestimmt nicht gefallen, was hier aktuell passiert, aber definitiv ist es ein hochbrisantes Thema. Bitcoin wird jetzt hier durch dieses Gesetz nicht gleich to the moon schießen. Wir sehen auch hier aktuell, wenn wir den Bitcoin-Preis anschauen, da sind wir hier ja auf Tagesbasis hier 1% im Minus bei knapp 66.000 US-Dollar. Also der Bitcoin-Preis reagiert hier definitiv nicht auf diese News. Das ist auch verständlich, weil das hier sind langfristige Preistreiber. Wenn wir einfach mehrere Länder haben, die sich für Bitcoin öffnen, dann passiert hier nicht sofort irgendwas am Bitcoin-Preis. Aber langfristig ist es einfach das Fundament, wo Bitcoin wachsen kann. Und spieltheoretisch musst du dich für Bitcoin öffnen. Jeder, der sich für Bitcoin verschließt, der ist im Endeffekt im Wettbewerbsnachteil, und das versteht jetzt auch Russland, das versteht Donald Trump, das versteht vielleicht auch China, vielleicht auch Hongkong und vielleicht auch noch ganz, ganz viele andere Länder. Und hier sehen wir einfach eine FOMO auf Nation-State-Ebene, und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Und schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Breaking News sagt. Denkt ihr, das ist auch der Beginn von etwas ganz, ganz Großem? Lasst mich das wissen. Bis dann. Peace out.